hören. Ich verrate dir mein Geheimnis, wie man die Aufmerksamkeit der Kinder bewahrt. Geschichten aus der Ausnüchterungszelle. Okay. Alles klar. Gut. R scrollen und hier. Ah, Y. Letztens habe ich Ihnen erzählt, wie ich mit einem Besoffenen in eine rasante Verfolgungsjagd auf einem Schneemobil geraten bin. Naja, ein bisschen habe ich das Ganze schon ausgeschmückt, aber grundlegend sprach es der Wahrheit. Alles, was nötig ist, um seinen Standpunkt zu vermitteln, stimmt's? Scared straight. Denise Wilson, leitender Offizier, okay. Kenneth, Polizei. Jugendzentrum 2030. Okay, von 2015. Hallo Gindi, gibt es für deinen Vortrag am Freitag irgendwelche Folien der oder Lesematerial? Ich wollte dir auch noch sagen, dass sich ziemlich viele Leute angemeldet haben. Also bereite dich auf eine hohe Teilnahme vor und übertrage deinen. Und trage deinen schicksten Anzug. Ich glaube, dass die Kinder deine Reden wirklich gut finden. Weiter so. Kyla Bennett. Ah, ihre Bestellung wurde versandt. Just between us. Okay. Fundbüro Schlüsselbund. Frau Reynolds hat heute Morgen einen Schlüsselbund vor dem Wecki-Laden gefunden und ihn abgegeben. Drei kleine Schlüssel, ein Flaschenöffner. Als Schlüsselanhänger. Wenn den jemand sucht, der ist im Schrank des Fundbüros. Ich hätte es ja ordentlich archiviert, aber die neue blöde Verwaltungssoftware hat einen ganzen Tag gestreikt. Ernsthaft, wer kam auf die Idee, die zu ändern? Den würde ich gern zum neuen Zwei-Wege-Schießstand einladen, den ich gefunden habe. Okay. Hallo Dee, nur zur Oh, Info. Sam. Was ist mit ihm? Letzte Woche wurde er wegen Betrunkenheit in der Öffentlichkeit verhaftet und nicht zum ersten Mal. Es geht irgendwie abwärts mit ihm. Okay, weil du morgen so früh die Dien weil du morgen so früh die Dienstablösung bist. Sam Kensky hat schon wieder die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbracht. Er war total besoffen und hat Kunden terrorisiert, als Maria ihm vor Bernies aufgelesen hat. Auf dem Revier ist er relativ schnell eingeschlafen, sodass es ihm besser gehen sollte, wenn du anfängst. Er hat aber wahrscheinlich einen Riesenkater, sodass ihm wohl eine große Portion Kaffee und Donuts gut tun würde. Viel Spaß. Hacking für Anfänger. Ich habe einen Erfolg bekommen. Alles klar. Okay. Stand aber nichts Interessantes drin, ne? Schade. Na gut, das haben wir jetzt mal hingekriegt. Wie sehr cool. Hey, tut mir leid fürs Warten. Manchmal rufen uns die alten Leute nur so an. Sie sind halt einsam. Schon gut, Onkel. Hey, kennst du den noch? Ja, na klar doch. Wie könnte ich ihn vergessen? Tyler Ronan. Zurück in Delos Crossing. Schön, zurück zu sein. Und schau dich nur an. So erwachsen. Ja, hab immer aufgegessen. Alle sind so stolz auf dich. Wie du für die Kids in Fireweed da warst. Ich sag's ja, Kinder sind die Zukunft. Ich dachte, das sagt Whitney Houston. Komm schon, Kumpel. Sie hat mir die Nummer gestohlen. Jeder weiß das. Seht euch an. Endlich wieder vereint. Gut, was? Ja, wie bin ich nur ohne sie klargekommen? Also, Eddie, wir sind nicht nur aus Spaß hier. Wir fanden was in Marians Zimmer. Irgendwie ergibt nichts mehr so richtig Sinn und jetzt haben wir Fragen. Ach ja? Hat sich Marianne Sorgen gemacht? Wie waren ihre letzten Tage? X oder Y, X oder Y. Ich würde sagen X. Hat
Hat vielleicht jemand was über ihr Verhalten angemerkt in dem Zeitraum vor dem Tag? Irgendwas? Nein. Für alle, mit denen ich sprach, kam es überraschend. Hattest du sie noch gesehen? Also an einem der letzten Tage? Nein. Ich hatte sie lang nicht gesehen. Vielleicht einen Monat vorher. Okay, hat sie sich Sorgen gemacht? Hat sie was erwähnt, das sie beunruhigt haben könnte? Vor allem in Bezug auf Tyler. Nein, sowas hat sie immer mit sich selbst ausgemacht. Hat uns alle auf Abstand gehalten. Verstehe. Eins sag ich euch aber. Eure Mutter hätte keinen dafür gehasst, anders zu sein. Meistens lief es andersrum. Wow. Oh, ich hab Gänsehaut. Oh, ich hab gerade Gänsehaut. Ah. Danke, Onkel Eddie. Wenn ihr mich fragt, in Erinnerungen zu wühlen, bringt nichts. Wir haben eigentlich keine andere Wahl. Man hat immer die Wahl, Junge. Auch wenn es nicht so aussieht. Aber es stimmt. Könnten wir Ihre Akte sehen? Vielleicht fällt uns darin was auf. Ihre Akte? Ihre Fallakte, Polizeiakte oder wie auch immer. Ihr hebt die quasi ewig auf, oder? Das stimmt zwar, aber ich kann sie nicht einfach herzaubern. Es gibt Vorschriften. Aber du bist Chief. Darum muss ich mich erst recht an die Vorschriften halten. Versteht ihr? Hör zu, Chief Brown. Hilfst du uns jetzt oder können wir uns nicht auf dich verlassen? Tyler! Nein, schon gut. Tyler, ich weiß, du nimmst mir Fireweed übel, aber es war die beste Lösung. Ich bin nicht sauer wegen Fireweed, sondern weil du meine Schwester 7 beschissene Jahre lang von mir ferngehalten hast. Darum geht es hier? Das war auf Anraten des Gerichts. Die sind die Experten. Ich habe zugestimmt. Ja, klar hast du das. Glaub mir einfach. Wir haben alle geglaubt, dass es in dieser Nacht Notwehr war. Aber es gab keine Beweise. Ich fasse es einfach nicht. Hör zu, wir konnten nicht sicher sein, okay? Ich habe versucht, euch beide zu schützen. Bist du noch immer unsicher? Was? Du denkst immer noch, dass die Trennung die richtige Entscheidung war? Sie war traumatisiert. Wir hätten uns gegenseitig gebraucht. Und du hast uns das genommen. Und warum durfte deine Schwester nicht zu dir kommen, als du 18 wurdest, Onkel, hä? Bitte. Lassen wir das. Sie wird dir nie sagen, wie sehr sie das verletzt hat. Doch, so war's. Es ging um mich, nicht um Allison. Sie versteht das. Und 3 Jahre sind nichts im Vergleich zu 7. Stimmt's, Ellie? Alter. Ellie wollte nur das Beste für mich. Oder es war falsch, uns zu trennen. Ah, fuck. Das ist jetzt so eine harte Frage. Ja, und die Antwort ist auch fies. Wir können es auch nicht auslaufen lassen. Wir können entweder gar nichts... gar nichts zu sagen wäre, glaube ich, die beste Antwort. Eddie wollte nur das Beste für mich, oder ist was falsch, uns zu trennen? Oh, entweder geben wir Eddie die... Schuld oder unserem Bruder? Ah, komm, let's go. Eddie. Hör zu, Onkel. Die Trennung hat mir nicht geholfen zu heilen. Wenn überhaupt eher das Gegenteil. Auch wenn er gefährlich gewesen wäre, ich hätte es riskiert. Getrennt zu sein war furchtbar. Ich wusste nicht, dass du so fühlst, kleiner Elch. Es war nicht leicht, darüber zu reden. Ich wollte nicht undankbar wirken. Okay, jeder hat Scheiße gebaut. Wir haben uns verletzt. Das kann schon mal vorkommen. Sehen wir nach vorn. Klingt nach einer guten Idee. Da frage ich mich, wer wen erzogen hat. Onkel, wir übernachten im alten Haus. Wir sollten los. Wollt ihr erst mal essen? Geht auf mich. Ich will euch nicht mit leeren Mägen gehen lassen. Da sag ich nicht nein. Okay, gehen wir.
Was war das? War das der Eiskönig? Ich werde dich umbringen! Hilfe rufen. Ich hab sie getötet. Nein, hast du nicht. Ich war das. Und wenn sie kommen, dann sagen wir ihnen das auch. Nein, nein. Ja, wir passen aufeinander auf. Das tun Kobolde so. Und Brüder und Schwestern. Alles wird gut. Wir schaffen das. Und damit haben wir Kapitel 1 durchgespielt. Alter, was für ein Plot-Twist. Wow. Einfach wow. Alter, was für ein geiles Spiel. Gut, es ist nur ein kleines, kurzes Spiel. Es ist nur das erste Kapitel, was gespielt werden kann. Aber ich glaube, ich werde mir die anderen Kapitel auch noch kaufen. Und dann spielen wir das zusammen durch. Vielleicht mache ich daraus auch einen Livestream, dass wir das in einem Livestream durchdaddeln. Wow. Gefällt mir. Richtig gut. Und dann würde ich sagen, liebe Freunde und Freundinnen, ich lasse jetzt noch die Credits durchlaufen. Danach melde ich mich nochmal und verabschiede mich. Alter, was für ein Plot-Twist. Also, bis gleich.
Oh, alles klar. Allison war glücklich, als Tyler Eddies Friedensangebot angenommen hat. Oh, jetzt. Ah, jetzt haben wir die Rückblenden. Okay. 74% haben den Ring angenommen, 15% haben den Ring abgelehnt, 11% haben den Ring ins Wasser geworfen. Okay. Allison hat sich gefreut, das Rätsel der Prinzessin zusammen mit ihrem Bruder zu lösen. 81% haben das Türrätsel gelöst. 19% haben das Türrätsel missachtet. Oh, okay. Tyler fühlte sich durch Allisons Vertrauen im Laden bestärkt. 15% haben Tylers Erinnerung gewählt. Allison. Oh, okay, da geht das schon ein bisschen mehr auseinander. Tyler fühlte sich enger mit Allison verbunden, als sie sich auf der Wache auf seine Seite gestellt hat. Tylers Seite und dann auf Ellies Seite, okay. Tyler schützte sich vor Sams Anfeindungen. Okay. 45% haben Sam nicht zur Rede gestellt. Ah, okay. Ah. Okay. Da geht das auch schon wieder so 50-50. Tessa empfand wegen Mary ein Mitgefühl mit den Zwillingen. In 70% haben die Wahrheit erfahren, okay, haben keine Antwort erhalten, haben Tessa verärgert. Okay. Eddie fühlte sich von Allison zurückgewiesen, als sie sich auf der Wache nicht auf seine Seite gestellt hat. Okay. Also hier kriegen wir nochmal die ganzen Rückblenden, was wir alles getan haben, alles klar. Also was jetzt? Naja, offensichtlich wird er uns nicht die Wahrheit sagen. Also müssen wir sie selbst herausfinden. Halt, du willst doch nicht ernsthaft ins Polizeiarchiv einbrechen. Ganz oder gar nicht. Es macht natürlich Lust auf mehr, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Hat dir dieses Kapitel gefallen? Ja. 4 Sterne. 4 von 5 Sternen. Okay. Und dann würde ich doch sagen, liebe Freundinnen und Freunde, wir machen nächstes Mal weiter. Ich weiß nicht, ob wir die Kapitel oder das zweite Kapitel starten können. Okay. Ah, okay. Ah, der wilde Jäger, die kluge Prinzessin. Ja, cool, die haben wir alle gefunden. Ja, cool. Letzter Abend. Okay, lange nicht gesehen, die Überfahrt. Das schlechte Frisur. Ich würde vielleicht nochmal im Nachhinein nochmal das Kapitel mit dem diesen Sam da spielen. Aber naja, gut. Liebe Freunde, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Gary. Tschüss.